Grabmal der Grafen von Niva. Es ist ein in Alabaster gehauenes Grab mit den liegenden Skulpturen der Grafen von Niva, de Diego López de Zúñiga und de Leonor Niño de Portugal. Sein ursprünglicher Standort wäre über der Krypta, die sich unter dem Presbyterium befindet. Es wurde später geteilt und auf beiden Seiten des Hauptaltars unter einem Soleusbogen platziert. Derzeit befinden sie sich in der an die Kirche angebauten Kapelle, die wieder zusammengefügt und kürzlich zur Freude des Besuchers restauriert wurde. Es ist ein Grab, das die Figur des Grafen darstellt, der auf einem Bett liegt und ein Buch liest. Ein kleiner Page, jetzt ohne Kopf, hielt das Kissen, auf dem der Kopf des Grafen ruht. Sie trägt ein Hemd mit kurvigem Aufdruck, der typisch für den Stil der Zeit ist. Zu seinen Füßen ist ein Hund dargestellt, der ein Symbol des Schutzes der Grabseelen ist. Die Gräfin wirkt leicht erhoben, als hätte sie jemand von ihrer Lektüre abgelenkt. Hinter dem Kissen, auf dem sein Kopf ruht, befindet sich eine enthauptete Figur, es ist eine weibliche Figur. Sie hat zarte Gesichtszüge und ihr Kleid ist einfach geschnitten. Das gesamte Grab hat auf seiner Vorderseite Brokate mit Pflanzenmotiven. Es stammt aus dem Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts und ist im hispano-flämischen gotischen Stil gehalten.